Morgen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Wie war mein Wochenende? Ich habe ja am Freitag meine Booster-Impfung bekommen und hatte halt schon Sorge, dass ich da irgendwie so ein bisschen ausgenockt werde. Aber eigentlich ging's. Also ich habe schon am Freitagnachmittag gemerkt, dass der Arm halt so langsam anfing weh zu tun. Das tut jetzt auch immer noch so ein bisschen weh, aber war bei weitem nicht so schlimm wie nach den ersten zwei Impfungen. Da konnte ich wirklich, ich glaube, 4, 5 Tage meinen Arm fast gar nicht benutzen. Und am Freitagabend lag ich dann auch zitternd auf dem Sofa. Also ich hatte kein Fieber, aber ich hatte halt so wie Schüttelfrost. Mir war richtig, richtig kalt. Das ging dann auch noch so den Samstag über, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie nur im Bett hätte liegen müssen oder sowas. Also ich habe schon irgendwie so normal funktioniert. Von daher alles gut vertragen. Ja, ansonsten produktiv, ja, ging so. Also ich kann euch ja gleich mal meine To-Do-Liste zeigen. Und ich habe so einiges doch hinbekommen, abzuarbeiten. Aber ich habe nach den letzten beiden Wochenenden, wo ich ja wirklich viel am Schreibtisch gesessen habe, habe ich jetzt dieses Mal gesagt, okay, ich mache wirklich so nur das Nötigste. Und habe trotzdem noch mehr oder weniger alles geschafft. Mein Tag heute, der wird irgendwie so ein bisschen crazy. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie der wird. Unsere 5er und 6er fahren ja heute ins Weihnachtstheater. Allerdings wurde es quasi festgelegt, dass nur einer von den Klassenlehrern mitfährt, einfach weil momentan die Vertretungssituation bei uns ein bisschen wild ist. Und ich hatte extra schon am Freitag meinen Schulleiter gefragt, ob er mich oder meine Kollegin dafür eingeplant hat. Weil wenn ich jetzt mitgefahren wäre, was ich ja jetzt offensichtlich, wenn ich den Satz schon so anfange, nicht tue, dann hätte ich halt gucken müssen, dass ich in der Kita Bescheid sage, dass ich meine Tochter ein bisschen später abhole als sonst, weil ich montags eigentlich nur bis 11 in der Schule bin und so wäre ich, glaube ich, bis 1, halb 1, 1 irgendwie so da gewesen. Und er meinte aber zu mir so, nee, er hat meine Kollegin eingeplant und ja, dann ist das halt so. Ich bleibe dann in der Schule quasi als Vertretungsreserve. Ist mir eigentlich auch ganz recht, weil, wie ihr gleich auf meiner To-Do-Liste sehen werdet, ich habe noch ein bisschen was zu erledigen und das könnte ich dann ganz gut heute in der Schule alles machen. Ja, also von daher, ich weiß noch gar nicht so genau, werde ich jetzt meine 4 Stunden frei haben, werde ich Vertretung machen müssen, ich habe keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Was ich auf jeden Fall gleich noch machen muss, bevor die erste Stunde anfängt, ich muss für die 3 Schüler, die jetzt leider aufgrund ihres, Top-Verhaltens, nenne ich es mal, nicht mitfahren dürfen, werde ich noch Aufgaben kopieren müssen. Von meiner Klassenleitungskollegin, die hat für Deutsch schon was fertig gemacht. Ich muss jetzt eigentlich noch ein paar Sachen kopieren, damit die halt einfach den ganzen Tag über beschäftigt sind. Die werden bei meinem didaktischen Leiter den ganzen Tag mit unterwegs sein. Das habe ich denen letzte Woche gesagt. Die haben so große Augen bekommen und fanden das gar nicht so lustig. Aber gut, es soll ja auch keinen Spaß machen. Ne? Sie sollen ja auch was draus lernen. Ja, ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht, was ich jetzt noch zu erzählen habe. Vielleicht schaffe ich es heute in der Schule so ein bisschen was aufzunehmen, da ich ja eventuell gar keinen Unterricht habe. Ansonsten, ich werde gucken, wenn ich zwischendurch mal wieder reinschaue. Ansonsten melde ich mich später im Nachmittagsbereich nochmal bei euch. Ja, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen bei der Beleuchtung. Also das ist jetzt so meine To-Do-Liste fürs Wochenende und auch so ein bisschen für die Woche. Vertretungsmaterial für Dienstag und Mittwoch. Ihr seht, das ist so, das ist so meine Woche ab heute. Also heute ist, wie gesagt, dieses Weihnachtstheater. Die Zeugnistexte für die Inklusionsschüler müssen fertig sein. Habe ich Gott sei Dank schon alles letzte Woche fertig gemacht. Dann bin ich am Dienstag und Mittwoch bei den 10ern als Beisitzer für die mündlichen Klassenarbeit mit eingeteilt. Dementsprechend halt auch Vertretungsmaterial. Dann haben wir am Dienstag noch eine Zoom-Konferenz. Witzig ist, hier sitze ich bei den 10ern, schreibe aber 3., 4. Stunde bei meinen 9ern die Klassenarbeit. Also das muss ich alles so vorbereiten, dass der Kollege, der da reingeht, sich sicher fühlt, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend, das muss ich heute noch irgendwie vorbereiten. Ja, dann habe ich hier schon Unterricht geplant für die 6er, für die 5er. Hier werde ich in erster Linie Sachen besprechen, die wir halt hier am Dienstag bearbeiten sollten. Und für meine 5er habe ich soweit auch alles geplant. Wir schreiben nächste Woche Klassenarbeit, da wird dann halt einfach nur ein bisschen geübt. Was mir noch fehlt, ist mein 9er Kurs.
weil wir jetzt die Arbeit schreiben, ich aber irgendwie nicht vor den Weihnachtsferien noch mit der neuen Unit anfangen will. Muss ich mal gucken, was mir da so einfällt. Naja, also so viel zum Vertretungsmaterial und kurz, wie meine Woche aussieht. Also das habe ich erledigt, muss das nachher nur noch beim elektronischen Klassenbuch hochladen. Dann muss ich unbedingt die Klassenarbeit für die Neuner kopieren und alles soweit fertig machen, dass der Vertretungskollege da nicht irgendwie ins Struggeln kommt. Unterricht geplant habe ich für Klasse 5 und 6, 9er fehlt mir noch. Ich habe den Vokabeltest für die 6er fertig gemacht. Wenn ich heute eh schon am Kopierer stehe, könnte ich ja auch gleich die Klassenarbeiten für 5er und 6er kopieren. Die Aufgaben für meine drei Nicht-Theaterbesucher habe ich vorbereitet, muss ich nachher nur noch kopieren. Dann dachte ich mir heute, vielleicht schaffe ich es, die Weihnachtsgeschenke für unsere Klasse fertig zu machen. Das würde ich euch dann nachher nochmal zeigen. Dann dieses kranke Mädchen, was von mir online beschult wird, da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich nehme mir auf jeden Fall die Sachen mit und werde gucken, ob ich heute in der Schule vielleicht so eine Art Wochenplan irgendwie erstellen kann. Da muss ich mal schauen. Ja, das habe ich mir sogar zweimal aufgeschrieben. Vokabeltest für die 6er, ich habe es aber nur einmal erledigt. Dann für die 9er, die Hörübung für die Klassenarbeit muss ich unbedingt auf den Server ziehen, dass der Vertretungskollege da auch Zugriff drauf hat. Ja, und Wichtelgeschenke. Also wir wichteln in unserer Klasse. Und wir haben halt Zettel gezogen mit Namen, aber irgendwie sind zwei Zettel verschütt gegangen. Das heißt, wir haben eventuell zwei Schüler, die kein Geschenk bekommen von ihren Mitschülern. Und da wollte ich jetzt halt so Notfallgeschenke vorbereiten. Und ich tendiere dazu, weil sie ja ständig ihre Materialien irgendwie vergessen, wirklich jedem einen so einen College-Block oder für mich ist auch zwei, einliniert, einkariert, besorge und irgendwie so eine Packung Textmarker oder irgendwie sowas in der Art. Ja, also ich habe einiges geschafft. Ich habe noch einiges vor mir und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Schule. So, ich werde mich jetzt mal ans Weihnachtsgeschenke basteln machen. Wir haben hier für die Kiddies so kleine Notizheftchen, auch mit so lustigen Weihnachtsmotiven. Das hier sind so magnetische, ja, wie heißt das, Lesezeichen, die packen wir da noch mit rein. Und dann gibt es noch was Süßes. Ja, hier ist das Wichtelgeschenk, was ich noch bei uns in die Klasse packen muss. Ja, und große Tasse Kaffee. Und dann würde ich jetzt mal damit anfangen. Ihr seht, Mutti war heute richtig fleißig und produktiv. Also, Vertretungsmaterial erledigt und rumgeschickt. 9er Klassenarbeit kopiert. Unterricht geplant, bis auf die 9er. Das werde ich irgendwie so, weiß ich nicht, Mittwoch, Donnerstag machen. Vokabeltest fertig und auch kopiert. Klassenarbeit 5 und 6 fertig und kopiert. Das hatte ich ja heute Morgen quasi schon fertig, musste ich nur noch kopieren. Ich habe es geschafft, die Weihnachtsgeschenke fertig zu machen. Ich habe die Hörübung auf den Server gezogen.
Und ich habe die restlichen Wichtelgeschenke fertig gemacht, diese zwei Reservegeschenke. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ja, das Material fürs Homeschooling, aber das kriege ich auch noch fertig. Ja, und einmal für euch zur Übersicht, wieso mein Mittwoch bzw. auch morgen schon mein Dienstag aussieht. Ich bin also wirklich konstant von 8 bis 12.40 Uhr in den mündlichen Klassen arbeiten und der Mittwoch ist nicht besser, da muss ich sogar länger an der Schule bleiben, als ich eigentlich Stunden habe, nämlich bis fast 15 Uhr, also das wird dann super knapp mit schnell zur Kita meine Tochter holen und mittendrin, huch, muss ich noch die Arbeit für die Neuner stellen, das wurde jetzt nämlich so irgendwie mit dem Vertretungsplan erledigt, dass ich es schaffe, zumindest die Arbeit zu verteilen und zu besprechen und dann der Kollege einfach für mich danach die Vertretung übernimmt, beziehungsweise dann die Aufsicht. Ja, also so sieht mein Tag morgen aus und dann auch noch mein Mittwoch. Ich habe den Tag geschafft, war jetzt auch nicht so dramatisch, zumindest nicht in der Schule. Ja, also ich musste halt eine Stunde vertreten, alles kein Problem. Also ich hatte insgesamt 3 Stunden Zeit und habe auch super viel geschafft. Habe euch ja meine To-Do-Liste gerade gezeigt, also es ist soweit alles erledigt. Ich habe heute Nachmittag auch noch mit der Mama von dem Mädchen gesprochen, die ich ab nächster Woche, also ab dieser Woche eigentlich schon per Online-Unterricht beschule. Ich habe einmal nur mit ihr kurz abgesprochen, wann ich dann immer so kann. Und ja, am Freitag werde ich dann da mit dem Mädel mich einmal über Teams zusammensetzen und mit ihr mal so ein bisschen besprechen, was sie so letztes Schuljahr gemacht hat, was sie denkt, wo so ihre Baustellen sind und dann werde ich am Wochenende so einen Wochenplan zusammenbasteln, dass ich dann am Montag direkt mit ihr anfangen kann. Ist ja dann vor den Weihnachtsferien auch nur noch die eine Stunde, aber gut, das ist halt so. Ja, mein Nachmittag zu Hause war ein bisschen anstrengender. Also meine Tochter scheint sich irgendwie den Magen verdorben zu haben. Wir hatten hier gestern schon einen, nennen wir es mal, Spuckunfall. Und ja, heute auch. Ich sitze auf der Couch und auf einmal sprudelte quasi alles aus ihr raus. Also das Ding ist, also wir schicken sie morgen auch in den Kindergarten, weil sie hat halt sonst nichts. Also wo man jetzt sagen würde, hier so Magen-Darm, hat sie halt gar nichts. Und ich habe dann auch mal gegoogelt hier, ja, Professor Dr. Google. Und es kann wirklich sein, und das finde ich echt interessant, dass sie sich von zu viel Süßigkeiten den Magen verdorben hat. Sie ist ja generell wenig Zucker gewöhnt. Das erste Jahr gab es überhaupt keinen Zucker und so halt immer nur ganz, ganz selten irgendwie mal Schokolade oder so. Aber jetzt gibt es halt jeden Tag so ein Adventskalendertürchen und na, kann sein, dass das da irgendwie so ein bisschen ihr auf den Magen schlägt. Gut, dementsprechend gab es heute halt kein Türchen und wird es jetzt morgen wahrscheinlich auch nicht geben. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie morgen so sein wird, dass die Kita dann anruft und sagt, wir müssen sie abholen. Ich sitze morgen, wie ich ja gerade gezeigt habe, den ganzen Tag in den mündlichen Klassen arbeiten, am Mittwoch auch. Und ich glaube, das wäre vom Vertretungsplan her echt ein Riesenaufwand, mich da irgendwie noch rauszublocken und wen anders rein. Muss ja dann auch ein Englischkollege sein, ne, den man dann da reinsetzt. Naja, drückt mir die Daumen, dass da nichts weiteres passiert. Ja, ich werde jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig was für die Schule machen. Ich werde hier noch so ein bisschen meinen Kram sortieren, meine Sachen für morgen einpacken, wobei ich eigentlich gar nicht so wirklich was brauche. Ich kann mich auch auf diese Klassenarbeiten gar nicht vorbereiten. Ich kenne die Klassen nicht, die 10er, und ich bin auch nur Beisitzer. Also das meiste wird dann mein Kollege machen, mit dem ich dann da sitze. Und ja, ich bin dann halt so stiller Beobachter und ja, mal gucken, ob ich überhaupt irgendwie Fragen stellen werde. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Naja, wir lassen uns überraschen. Ja, ich würde vorschlagen, ich mache mir jetzt einen ruhigen Abend und ja, ich sehe euch dann einfach morgen wieder. Guten Morgen. Ja, ihr seht, ich bin quasi schon auf dem Sprung. Ich bin heute irgendwie etwas spät dran. Ja, keine Ahnung, stylingmäßig bin ich heute auch echt auf Sparflamme. Ja, also ich habe ja heute nur die mündlichen Klassenarbeiten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird das ein bisschen anstrengend, weil wenn man dann irgendwie zum 20. Mal den gleichen Dialog hört, dann ja, kann man es irgendwann auch nicht mehr hören. Ich weiß auch nicht, ich bin heute einfach ein bisschen spät dran. Ich habe irgendwie nicht so gut geschlafen und habe dann ja mir gedacht, bleibst du ein bisschen länger irgendwie im Bett und zack, wurde die Zeit heute ein bisschen knapp. Aber ich komme hier trotzdem noch pünktlich weg und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich werde versuchen, mich später nochmal zu melden. Also das wird heute alles ein bisschen knapp bei mir. Ich habe ja bis 20 vor 1 habe ich die Klassenarbeiten, die mündlichen. Dann habe ich noch Busaufsicht und um 1:30 startet eigentlich unsere Zoom-Konferenz. Die werde ich pünktlich wahrscheinlich nicht schaffen, weil wenn ich Glück habe, komme ich um 1:15 aus der Schule raus
Und ich habe ja einen Fahrtweg von einer halben Stunde. Also ich habe meinen Laptop und so soweit alles schon vorbereitet, dass ich den dann nur noch aufklappen muss und quasi anfangen kann mit der Konferenz. Aber das wird alles ein bisschen knapp. Und ich weiß auch nicht, wie lange die geht, ob es 15 Uhr, ob es 16 Uhr. Das werde ich sehen. Und ja, ich versuche mich dann einfach heute Abend nochmal bei euch zu melden und erzähle euch dann ein bisschen, wie die Prüfungen gelaufen sind. So, hier sind einmal diese Rollcards, mit denen sich die Zehner auf die Prüfung vorbereiten müssen. Also jeder bekommt einen Umschlag. Und da ist dann halt zufällig ausgewählt, wer welchen Teil des Dialoges hat. Und wir haben dann hier einmal den Fall Pickpockets, also man wurde beklaut. Ja, der eine Part des Dialogs ist der Tourist, der halt beklaut wurde. Und dann stehen hier so ein paar Tipps, was man quasi in den Dialog einbauen soll. Und der andere ist der Polizist, der quasi die Anzeige aufnimmt. Und dann haben wir hier den Anruf in einem Hotel, also einmal der Kunde, der was buchen möchte und dann ein Mitarbeiter des Hotels. Ja, hier wäre der Emergency Call, einmal der Teil des Dialogs, der halt anruft und den Unfall meldet und dann der Dispatcher, wie nennt man das bei uns, ich weiß gar nicht. Naja, der halt bei der Feuerwehr oder bei der Polizei dann am Telefon sitzt. Und dann haben wir noch at the airport, der Koffer ist verloren gegangen und man meldet das und ja. Wie gesagt, also hier haben die halt überall so ein bisschen Hinweise, die sie benutzen können, um den Dialog dann halt zu gestalten. Und jeder bereitet quasi seinen Teil vor, ohne mit dem anderen zu sprechen. Das haben wir halt im Unterricht mehrfach geübt. Also die haben sich auf alle diese Dialoge dann vorbereitet und je nachdem, welchen sie dann bekommen, müssen sie dann halt spontan sich ein paar Notizen machen. Die Grundkurse dürfen diese Karten mit in die Prüfung nehmen, die E-Kurse nicht. Man muss ja halt auch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad dann differenzieren. Also inhaltlich sind die Karten alle die gleichen. Aber wie gesagt, im Grundkurs dürfen sie die mit in die Prüfung reinnehmen. Ansonsten natürlich keine von ihren Notizen. Das muss dann auswendig geschehen. Und so sieht unser Prüfprotokoll aus. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Also einmal ist oben der Teil für den Einzelvortrag und da achten wir dann auf Verständlichkeit, sprachliche Richtigkeit. Dafür gibt es dann Punkte, dann für Inhalt und Darstellung. Dann beim Dialog ist einmal die Situationserfassung, die Rollenidentifikation, ja, guten Morgen. Und halt die Reaktion, also wie sie quasi auf den Dialogpartner reagieren, wie spontan, wie flexibel sie da sind. Und auch hier wieder auf die sprachliche Richtigkeit. Dann haben wir hier ein bisschen Platz für Notizen. Und hier unten haben wir dann einmal die Bepunktung und den Platz, wo wir unten die Note eintragen. Ja, und das ist so alles, was wir für die Prüfungen nutzen. Ich hoffe ja, mein Kollege hat das alles schön vorbereitet und kopiert. Ist ja schließlich auch sein Kurs. Und ich bin gespannt, was mich da heute so erwartet. Ja, endlich ist der Tag vorbei. Ich bin total durch. Ihr seht, ich habe mich auch besonders hübsch jetzt gemacht, um das jetzt noch aufzunehmen. Also das ist so mein Mutti-Hausfrau-Style heute. Die mündlichen Klassenarbeiten, das war sehr interessant. Also ich glaube, insgesamt hatten wir heute sechs oder sieben. Und ich würde sagen, so die Hälfte von denen war auch echt gut. Also einige Schüler waren super vorbereitet auf ihren Vortrag und auch die Dialoge. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie wir so die Prüfung machen, was da so inhaltlich drin vorkommt. Das war echt teilweise super gemacht. Wir hatten einen Schüler dabei. Ja, da haben wir die Punkte gesucht, aber letztendlich war es dann halt auch wirklich eine 6. Also der hat seinen Vortrag begonnen mit, ach, können Sie mir mal sagen, was Vortrag auf Englisch heißt, wo wir halt nur meinten, ey, sorry, aber nee, können wir nicht. Und mein Kollege und ich, wir haben halt versucht, den so ein bisschen Hilfestellung zu geben, weil der saß da und er hat halt gar nicht angefangen. Der hat halt nur kurz gesagt, was sein Thema ist. Er wollte über Segregation in Südafrika sprechen und den Satz hat er gebracht und dann saß er halt da. Und ich habe dann versucht, ihn so ein bisschen anzustupsen und dann kam ein Satz. Mein Kollege hat versucht, ihn anzustupsen, dann kam noch ein Satz und das war's dann. Also ich meine, da war auch eigentlich gar nichts, was man so bewerten konnte. Und bei dem Dialog, da hat er halt auch, der andere hat so zugearbeitet und versucht, den Dialog so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Aber von dem anderen kam halt einfach gar nichts. Und
Er hätte irgendwie, ich glaube, 10 Punkte gebraucht für eine 5-. Und wir kamen selbst mit sehr kulanter Bewertung auf, ich glaube, 8, 7 oder 8. War halt nichts zu machen, ne? Gut, ist dann halt einfach so. Ja, also es waren insgesamt nur 6 Prüfungen, aber es war todanstrengend. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich fühle mich auch irgendwie so ein bisschen fiebrig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Irgendwie so rote Bäckchen oder so. Ich habe Fieber gemessen. Ich habe keins, aber ich fühle mich so richtig, als wenn ich, weiß ich nicht, eine Grippe kriege. So hätte ich mich wahrscheinlich nach der Impfung irgendwie fühlen müssen. Ich tippe ja darauf, dass mein Kollege daran schuld ist, weil das so ein richtiger Frischluftfanatiker ist. Also wir hatten natürlich, wegen Corona muss man sowieso ständig durchlüften, aber wir saßen halt direkt am Fenster und es war ständig das Fenster auf, entweder ganz oder auf Kipp, und ich saß irgendwann schon da in meiner Jacke, weil mir war total kalt. Und naja, also weiß ich nicht, ob ich mich da so ein bisschen verkühlt habe oder was, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist mir kalt und ich fühle mich irgendwie einfach nicht so gut. Und ja, ich tendiere auch dazu, gleich irgendwie eine heiße Dusche, eine Gesichtsmaske, und dann packe ich mich ins Bett. So ein bisschen Wellness jetzt noch. Ja, also ich bin gespannt, wie der Tag morgen wird. Da haben wir ja 8 Stunden Prüfung, heute waren es ja nur 6. Ich habe so ein bisschen befürchtet, ich bin danach noch kaputter. Ich habe mittwochs ja eigentlich nur 4 Stunden, jetzt habe ich dann halt 8. Ja gut, ist jetzt halt so, das ließ sich anders organisatorisch halt nicht machen. Wobei mein Kollege die Hoffnung hat, dass die letzten beiden Prüfungen wegfallen, weil der eine Schüler wohl generell eher selten in der Schule erscheint. Und naja, vielleicht können wir ja ein bisschen früher aus der Schule raus. Ja, nach der Schule hatte ich dann halt noch Busaufsicht, was, ja, an sich habe ich da kein Problem mit, aber war halt ein bisschen blöd, weil die geht meistens so bis kurz nach 1 und um 1:30 sollte schon unsere Zoom-Konferenz anfangen, und ich wollte die halt von zu Hause aus machen, und dann bin ich halt wirklich Highspeed nach Hause gerast, hatte ständig Angst, dass irgendwo so ein mobiler Blitzer steht und mich erwischt, und ich war dann irgendwie, ich glaube um 5:30 war ich dann zu Hause und war auch alles noch in Ordnung. Die Konferenz ging dann bis 3:30, war auch alles ein bisschen anstrengend, ja, weil halt einfach immer noch so viel Input kommt, und wenn man den ganzen Tag so schon, weiß ich nicht, andere Leute hat reden hören, ich war dann einfach irgendwann kaputt. Und dann hier halt noch so, weiß ich nicht, ich hatte noch Wäsche zu erledigen, muss hier noch ein bisschen aufräumen, meiner Tochter ein bisschen Zeit verbringen und alles sowas, und jetzt ist es kurz vor 7 und ja, Madame ist im Bett, aber ich höre schon noch über das Babyfon, dass sie jetzt noch nicht so richtig schläft. Aber das kommt gleich noch. Ja, also schulmäßig muss ich heute nichts mehr machen. Ja, ich müsste vielleicht überlegen, was ich mit den Neunern am Freitag mache. Aber das Freitag ist noch ein bisschen hin und ich bin heute einfach zu groggy, um mir da noch irgendwie was Lustiges zu überlegen. Außerdem ist meine Motivation für die Neuner, was Nettes zu machen, ja auch momentan eher so ein bisschen gebremst. Ja, ich glaube, ich werde jetzt eigentlich ja nur noch so ein bisschen Zeit für mich irgendwie versuchen zu nehmen. Mein Mann, der hat jetzt noch um 7 einen Termin, das heißt, er kommt recht spät nach Hause. Ich denke mal, da werde ich auch schon im Bett sein und ja, eine gute Mütze voll Schlaf bekommen, damit ich morgen fit bin. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Abend und ich melde mich dann morgen bei euch. Guten Morgen! Ja, man hört es vielleicht, ich bin irgendwie ein bisschen erkältet. Also ich habe das ja gestern Abend schon irgendwie gemerkt. Und ja, heute Morgen bin ich wach geworden und Nase total verstopft. Und ich habe Kopfschmerzen und irgendwie hier so alles drückt und ist total unangenehm. Und am liebsten ja, würde ich mich für heute irgendwie krank melden. Aber mit diesen mündlichen Klassenarbeiten, ich glaube, das so spontan um zu organisieren, da irgendeinen anderen Englischkollegen freizuschaufeln, das ist, glaube ich, nicht so einfach machbar. Von daher gehe ich natürlich in die Schule und schleppe mich irgendwie durch den Tag. Meine Neuner schreiben auch heute die Klassenarbeit. eigentlich habe ich das so verstanden, dass halt ein Kollege für mich dann da die Aufsicht macht. Jetzt ist es aber so, dass ich wohl zu Beginn der Klassenarbeit so 20 Minuten Zeit habe, dass ich da einmal schnell reinflitzen kann, die Arbeit mit dem besprechen kann. Finde ich an sich auch ganz gut, denn ich meine, ja klar, die Aufgaben stehen dann letztendlich da und man könnte jetzt sagen, oh, Entschuldigung, ich habe irgendwas im Auge. Und man könnte jetzt natürlich letztendlich sagen, ja, hier 9. Klasse, lest die Aufgaben durch und seht zu. Aber ja, ich glaube, dass würde bei denen nicht so klappen. Ich habe auch eine Mediation-Aufgabe drin, wo sie zwischen Deutsch und Englisch switchen müssen. Und ich glaube, das muss ich denen dann nochmal so ein bisschen genauer erklären.
ja, das werde ich dann irgendwie so ein bisschen dazwischen schieben. Und ja, an sich ist auch ein Kollege für Vertretung dann da eingeteilt. Und der beaufsichtigt das dann alles und ich starte dann auch die Hörübung und ja, alles ungedünst halt. Ich bin gespannt, wie die sich machen. Also die Arbeit ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen, die ist besonders leicht. Die ist aber auch nicht besonders schwer. Also es ist natürlich nichts drin, was wir nicht irgendwie gemacht hätten. Aber nichtsdestotrotz ist es bei denen ja immer so, naja, wir werden sehen. Ja, also ich bin ja heute wieder den ganzen Tag in den mündlichen Klassen arbeiten. Mein Kollege meinte schon, es kann halt sein, dass die letzten beiden Prüfungen wegfallen, weil der eine Schüler halt nicht kommt. Von daher, so ein bisschen baue ich darauf, dass ich dann dadurch vielleicht ein bisschen früher aus der Schule rauskomme. Wird ein bisschen hektisch nachher, weil ich muss dann schnell nach Hause. Mein Mann holt unsere Tochter aus der Kita ab und quasi sobald ich hier reinkomme, muss er dann halt los. Das ist alles ein bisschen, naja, stressig. Kann ich jetzt heute eigentlich nicht so gebrauchen, aber gut, ist jetzt so, wie es ist. Und ich schiebe meinem Kollegen die Schuld in die Schuhe dafür, dass ich jetzt so erkältet und verschnupft bin, weil der war so ein Frischluftfanatiker gestern. Ich meine, klar, mit Corona, das ist alles richtig und wichtig und muss auch gemacht werden, aber wir saßen konstant vor geöffnetem Fenster und ich habe das ja gestern schon gesagt, ich habe mir da so den Hintern abgefroren und ich glaube, ich habe mich da irgendwie ein bisschen verkühlt und ja, ach, keine Ahnung, irgendwie, naja. Ist jetzt so, wie es ist und er ist schuld und das werde ich ihm heute auch nochmal definitiv so sagen. Aber irgendwie bekomme ich den Tag jetzt hier auch noch rum. Ist natürlich ein bisschen doof, jetzt hier so halb krank, halb gesund, so einen langen Tag zu haben. Morgen habe ich halt auch einen langen Tag. Ich möchte aber ungern jetzt irgendwie den Rest der Woche zu Hause bleiben oder sonst irgendwie. Ich schreibe nächste Woche bei den 5ern und 6ern die Arbeit, habe morgen bei den 6ern eine Doppelstunde in meiner Klasse Englisch und das ist halt alles, ja, also ich möchte diese Stunden jetzt irgendwie ungern ausfallen lassen. Die haben jetzt durch die mündlichen Prüfungen sowieso schon gestern und heute Vertretung. Montag ist komplett ausgefallen, weil da das Weihnachtstheater war, also irgendwie kriege ich diese Woche schon rum. Ja, auch wenn es anstrengend wird, aber ist halt so, manchmal, ja, manchmal packt einen das Schicksal da, wo man es am wenigsten gebrauchen kann. Und das scheint jetzt heute irgendwie bei mir der Fall zu sein. Naja, das Gute ist, ich muss jetzt heute nicht so viel reden. Ich merke auch schon, irgendwie so meine Stimme ist, ja, könnte halt ein bisschen schwierig werden. Aber in den Prüfungen, da muss ich ja eigentlich nur schreiben und nicht so viel sprechen. Von daher, das wird schon alles irgendwie klappen. Ja, ob ich mich heute Nachmittag irgendwie nochmal melde. Ich versuche mein Bestes. Ich muss gucken, wie es mir dann heute Abend geht. Mein Mann, der ist irgendwie noch spät unterwegs. Das heißt, ich muss hier alles mit unserer Tochter machen, sie ins Bett bringen, baden und so weiter und so fort. Mal gucken, wie mein Energielevel dann noch irgendwie um 19 Uhr ist, ob ich dann noch in der Lage bin, mich hier hinzusetzen und euch zu erzählen, wie die Prüfungen waren. Ansonsten würde ich das auf morgen verschieben. Also ich verspreche jetzt mal nichts. Ich verabschiede mich jetzt auch nicht. Ich werde das jetzt einfach mal so, ja, stehen lassen und lasst euch überraschen, wenn ich wieder da bin. Ich packe jetzt meine Sachen und werde erstmal in die Schule fahren. Ja, hallo zusammen. Ihr seht, es ist hell draußen. Ich bin zu Hause. Ja, ich bin heute nicht in die Schule gefahren. Nicht unbedingt wegen meiner Erkältung. Das hätte ich heute schon irgendwie ja, überlebt, möchte ich dann mal sagen. Meine Tochter konnte heute nicht in den Kindergarten gehen. Gestern war sie auch schon zu Hause. Sie ist nicht richtig krank, aber sie ist irgendwie so, ja, so schlapp und wirkt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, als wenn sie irgendwie eine Erkältung ausbrütet, keine Ahnung. Aber so wollten wir sie halt einfach nicht in den Kindergarten schicken. Und ja, gestern konnte mein Mann zu Hause bleiben, heute leider nicht. Also ist das jetzt an mir hängen geblieben. Aber gut, ich habe gestern schon meinem Schulleiter Bescheid gesagt, dass ich halt gucken muss, ob ich heute kommen kann. Und von daher, dann ist das jetzt halt so, wie es ist. Ja, ich kam gestern nach Hause und war tot. Ach, diese 8 Stunden mündliche Prüfungen war echt anstrengend. Also ich habe halt auch zum Schluss schon gemerkt, dass ich mir immer weniger Notizen gemacht habe. Das ging meinem Kollegen witzigerweise genauso. Aber ja, das ist halt, ne, man muss da die ganze Zeit zuhören, auch aufpassen. Und auch wenn man zwischendurch dann immer so ein paar Päuschen hat, während die dann in ihrer Vorbereitungszeit sitzen und sowas. Na, nichtsdestotrotz ist es tot anstrengend. Und dann auch noch mit meiner Erkältung. Also ich habe jetzt so hustenmäßig ist das gar nicht so, aber der Schnupfen ist halt einfach total nervig. Und dann sitzt man auch noch mit Maske und kriegt sowieso schon schlecht Luft. Und ja, ich war gestern durch. Also ich bin auch irgendwie, ich glaube, um 7 oder so auf der Couch eingepennt. Keine Ahnung. Ja, aber die Prüfungen gestern, die waren soweit echt okay. Also ja klar, da waren
auch ein paar dabei, die waren jetzt nicht so der Knaller, aber so im Großen und Ganzen haben die Schüler das echt ganz gut gemacht. Ich kenne die Schüler ja gar nicht so richtig. Ein paar von denen hatte ich mal, ich glaube, im Französischkurs, als ich mal einen gemacht habe. Da waren die in der 6. Klasse, jetzt sind sie in der 10. Also ist auch halt schon ein bisschen lange her. Aber die haben das im Großen und Ganzen so eigentlich, finde ich, ganz gut hinbekommen. Ja, aber ich bin jetzt auch froh, dass das durch ist. Und ich bin mal gespannt, ob es mir nach den Weihnachtsferien mal vergönnt ist, irgendwie eine Woche zu haben, die normal läuft. Also Normalität ist irgendwie, ich meine, klar, das ist auch so Corona ein bisschen geschuldet, ne? Es fallen halt viele aus. Es ist halt ständiges Chaos, irgendwie hier Schüler in Quarantäne und hier muss man zusätzliche Aufgaben schicken und alles Mögliche. Aber nichtsdestotrotz so irgendwie mal eine ganz normale Woche, wo man nicht ständig vertreten muss, wo, weiß ich nicht, wo meine Klasse sich dann auch mal vernünftig benimmt und wo einfach mal nichts anderes ist als nur der ganz normale Unterricht nach Plan. Ich lasse mich überraschen. Ja, meine Tochter, die ist jetzt nebenan im Wohnzimmer und beschäftigt sich da so ein bisschen mit sich selber. Ich wollte mich jetzt so ein bisschen an die Arbeiten von den Neunern setzen und gucken, ob ich das nebenbei irgendwie korrigiert kriege. Die haben sehr gestern geschrieben. Ich bin dann halt kurz rein und habe denen halt ja, einmal die Aufgaben erklärt, mit denen besprochen, ob Fragen sind und so weiter und so fort. Und ja, ich hoffe, ich kriege die heute fertig korrigiert. Das ist ja ein recht kleiner Kurs und die Arbeit war jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Wäre ganz cool, wenn ich das heute schaffe. Dann kann ich das nämlich morgen mit denen dann schon besprechen. Alternativ müsste ich mir jetzt für morgen noch irgendwie ja, eine Stunde vorbereiten. Ach, da ziehe ich, glaube ich, lieber die Arbeiten heute durch und bespreche die Arbeiten und mache dann am Wochenende ganz in Ruhe Unterrichtsplanung. Ja, also das ist jetzt so mein Plan für heute. Es ist jetzt kurz vor 11 und ja, ich werde mal gucken, wie viel ich schaffe. Aber bevor ich damit anfange, wollte ich euch einmal, ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe. Ich glaube, ich habe euch die Arbeiten für die 5er und 6er gezeigt, kann das sein? Ich zeige euch jetzt einfach mal die Arbeit für die 9er. Wenn ich sie euch schon gezeigt habe, dann ist das jetzt halt doppelt. Aber ja, schauen wir uns die mal an. So, also ich muss ja zwei Versionen machen. Einmal hier für die Schüler mit Förderbedarf lernen und hier für die Regelschüler. Also hier haben wir eine Hörübung. Ganz simpel. Na, was heißt ganz simpel? Aber ganz simpler Arbeitsauftrag von den drei Antwortmöglichkeiten. Die richtige auswählen. Dann ist hier ein Auszug aus einer Short Story, der wird gelesen und dann wird hier angekreuzt, true, false, not in the text, also jetzt auch nicht, finde ich, wahnsinnig schwierig, aber Voraussetzung ist natürlich, man versteht den Text. Schreibaufgabe, genauso eine habe ich mit denen schon mal gemacht. Ja, ein Freund leidet unter Cybermobbing und sie sollen anonym an einen Lehrer einen Brief schreiben, in dem sie um Hilfe bitten. Und ja, das sind hier so die Inhaltspunkte, die rein müssen. Also genau so eine Aufgabe haben sie von mir schon mal bekommen. Und hatte ich zum Korrigieren mitgenommen. Bin ich mal gespannt, ob sie sich den auch dann zu Hause angeguckt haben. Ja, hier ist die Mediation-Aufgabe. Und ja, erhöhter Schwierigkeitsgrad, obwohl es ein Grundkurs ist, dachte ich mir, können sie ruhig auch mal machen. Und zwar müssen sie immer gucken, ob sie auf Deutsch sprachmitteln müssen oder halt auf Englisch. Vom Inhalt her ist das jetzt eigentlich gar nicht so schwierig, was sie da beantworten sollen. Ich meine ganz ehrlich hier, was können sie gewinnen? Ja, sollen sie auf Englisch formulieren? Das ist jetzt, finde ich hier, ja, vom Niveau her eher unterirdisch. Also das erwarte ich doch schon, dass sie das hinbekommen. Dann eine Vokabelaufgabe, die, ja, nicht besonders kreativ, aber einfach zu verstehen. Vorgegebene Vokabeln bitte richtig einsetzen. Ich bin gespannt. Und als letztes, eigentlich wäre ja indirekte Rede dran gewesen in dieser Unit, aber das werden die nie benutzen müssen. Das hätten sie auch, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie das funktioniert. Von daher, ich habe mich entschieden, mit denen das Simple Past nochmal zu wiederholen und versucht zu animieren, dass sie die unregelmäßigen Verben sich auch nochmal angucken. Ja, und dann habe ich hier einfach schnell selber so einen Text zusammengeschrieben. Und ja, das ist die Arbeit für die Regelschüler. Und für die Förderschüler, ja, hier vorne ist wieder mein Schreibteil für meinen didaktischen Kommentar. Bei der Hörübung dachte ich mir, ich probiere mal die gleiche aus. Ne? Also wenn das zu schwierig war, ist an sich nicht schlimm. Aber ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Und ich habe den Fokus bei denen hier so ein bisschen auf, ne? aufs Lesen gelegt. Also hier ist ein Text über Rassismus. Da sollen sie dann ankreuzen, true, false und die falschen Sätze dann korrigieren.
Dann ist da nochmal ein Lesetext über Cybermobbing, wo sie hier miteinander verbinden müssen. Die englische Frage mit den passenden Antworten dazu. Ja, die Simple-Pass-Aufgaben bekommen die auch. Und hier ist noch eine Vokabelaufgabe, also quasi das Prinzip ist das gleiche, hier auch vorgegebene Vokabeln richtig einsetzen. Dann sind hier Worte ein bisschen durcheinander, die sollen sie richtig sortieren und dann halt ankreuzen, welches das richtige deutsche Wort dafür ist. Und hier halt auch nochmal mit den Bildern einfach die richtige Vokabel auswählen. Also ich finde vom Niveau her sowohl die Arbeit für die Förderschüler als auch die für die Regelschüler jetzt nicht besonders schwierig. Es ist halt eine schwache Truppe. Und ja, ich werde mich jetzt an die Korrektur setzen und bin gespannt. So, es ist jetzt schon 17:45. Ja, mein Tag ist geschafft, würde ich sagen. Ich bin es auch. Man sieht es vielleicht auch. Irgendwie so die Erkältung, die macht mich ein bisschen Banane. Ich habe es geschafft, die Arbeiten von den Neunern zu korrigieren. Ich habe einen Schnitt von, festhalten, 4,0. Mein Gott, unglaublich. Es waren ja nicht viele Arbeiten, weil der Kurs ja halt sehr klein ist. Und ich habe auch 4,3 mit dabei. Das hat mich schon recht überrascht. Und dann ist der Schnitt trotzdem so schlecht. Naja, waren halt auch 5 und eine war auch eine 6. Aber ja, ist jetzt halt so. Und ich weiß ja, woran es liegt. Und ich gehe davon aus, die Schüler wissen es auch. Und dann kann ich denen die Arbeit morgen zurückgeben. Und dann muss ich für morgen keine nette Stunde irgendwie planen. Da ist mein Energielevel auch momentan einfach nicht so da. Ansonsten habe ich jetzt für die Schule nichts gemacht, weil ging nicht so richtig mit Kind zu Hause. Aber ich habe für morgen soweit alles parat. Ich habe ja morgen nur 3 Stunden. Und ja, ich bin jetzt auch ziemlich kaputt und werde jetzt auch, glaube ich, zeitnah einfach ins Bett fallen. In der Hoffnung, dass es mir morgen vielleicht ein bisschen besser geht. Aber den Tag morgen kriege ich auch noch irgendwie rum. Und ja, das ist jetzt nur einmal hier ganz kurz. Ich wollte jetzt nicht einfach morgen wieder starten, ohne mich nochmal kurz in den Abend zu verabschieden und euch einmal von der Englischarbeit von den Neunern kurz zu erzählen. Ja, also wie gesagt, ich werde mich jetzt versuchen, ein bisschen zu erholen, ein bisschen meine Erkältung bekämpfen und dann sehe ich euch morgen früh. Guten Morgen, meine Lieben. Ja. Freitag, Woche ist fast durch, Halleluja. Heute wird irgendwie, glaube ich, ein recht harter Tag. Also ich kämpfe gerade echt schon, meine Augen aufzuhalten. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen und als ich dann aufstehen musste, hatte ich so schlimme Kopfschmerzen. Ich habe schon eine Ibuprofen genommen in der Hoffnung, dass, dass es hilft. Ich habe ja heute nur 3 Stunden. Nichtsdestotrotz, die müssen ja auch irgendwie erledigt werden, sage ich jetzt mal. Und ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch so diese Erkältung ist, die ich gerade mit mir rumschleppe oder ob ich einfach nur kaputt bin. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr, also auch vor meiner Elternzeit, ich glaube, ich war noch nie so kaputt, also so körperlich einfach im Eimer. Und ich glaube, ich habe noch nie so dringend Ferien gebraucht. Ich weiß nicht, ob das alles auch mit diesem Corona-Kram zu tun hat irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mich Corona sonderlich stresst oder so. Vielleicht ist das irgendwie so unterbewusst. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, heute fühle ich mich echt bescheiden. Der Plan für heute ist eigentlich gar nicht so großartig. Bei den Neunern steht ja in der ersten Stunde wieder das Geteste an und während die dann ihre Aufgaben erledigen, die sie aus ihren Kursen haben oder halt auch nicht, da muss ich noch bei, ich glaube, 3 Englischarbeiten von den Förderschülern die didaktischen Kommentare schreiben, aber das kriege ich problemlos in der Zeit hin. Und dann in der zweiten Stunde werde ich den Neunern ihre Englischarbeit wiedergeben und halt auch mit den Besprechen zumindest so den Text nochmal durchgehen und die Mediation-Aufgabe und solche Sachen dann halt. Und ich werde eine Sitzordnung einführen. Also ich habe mir das jetzt ein halbes Jahr quasi angeguckt. Die durften sitzen, wie sie wollten. Und ich habe halt so, also auf der einen Seite der Klasse, da sitzen halt ganz die ganzen Mädels quasi. Und das klappt auch gut, die werde ich so sitzen lassen. In der Mitte habe ich nur 2 Schülerinnen. Und so die Fensterseite ist halt so die Baustelle. Ne? Da habe ich halt so 4 Jungs, die öfter miteinander quatschen. Da ist noch ein Mädel mit dabei, die sich da auch immer mit reinziehen lässt. Und jetzt an den Arbeiten habe ich halt auch einfach gesehen, die tun sich damit überhaupt keinen Gefallen.
Und mal abgesehen davon, dass mir das auch einfach auf die Nerven geht, werden die da heute auseinandergesetzt und werden auch den Rest des Schuljahres einfach nicht mehr so sitzen dürfen, wie sie gerne möchten. Ja, ich bin halt echt gemein, aber gut, ich habe es mir lange genug angeguckt und es klappt halt nicht. Und dementsprechend muss ich da jetzt mal pädagogisch eingreifen. Ja, dann habe ich meine 5, die habe ich ja irgendwie die ganze Woche nicht so richtig gesehen. Mit denen wollte ich einfach mal so die Übungen besprechen, die sie jetzt so von mir gehabt haben, die die Woche über für die Englischarbeit, die wir nächste Woche schreiben, wollte mit denen nochmal ganz klar auch besprechen, was in der Arbeit rankommt. Also die 45 Minuten, die werden sehr schnell durch sein, glaube ich. Und ja, das war dann auch schon mein Schultag, zumindest in der Schule. Ich werde dann schnell nach Hause fahren und hier alles Mögliche erledigen. Ich muss dann noch zum Kinderarzt, mir einen Attest holen für gestern, weil ich mit meiner Tochter zu Hause geblieben bin. Hoffentlich dauert das nicht auch so lange, weil da muss man teilweise ewig warten. Und ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin ein bisschen in Zeitdruck. Ich habe nämlich um 13 Uhr mich mit diesen Mädchen verabredet, die ich dann zu Hause jetzt beschule. Ich werde heute noch nicht wirklich mit dem Unterricht anfangen. Ich wollte sie halt erstmal so ein bisschen kennenlernen und mal so fragen, was sie so, ja, in Englisch zuletzt gemacht hat. Ich weiß halt nicht genau, wann sie das letzte Mal in der Schule war und ab wann sie dann letztendlich zu Hause schon war. Und ja, ich wollte sie einfach mal so ein bisschen fragen, gibt es irgendwas in Englisch, was sie besonders gerne mag, was sie gar nicht mag, wo sie Baustellen hat, was wir auf jeden Fall irgendwie üben müssen und so weiter und so fort. Und ja, und dann werde ich mal schauen, was ich so am Wochenende zu arbeiten habe. Also richtig unterrichtsmäßig, so viel ist das für nächste Woche nicht. Ich schreibe halt 2 Klassenarbeiten und vorher wird halt dann einfach nochmal so ein bisschen geübt. Also so groß auffahren werde ich da jetzt nicht an Unterrichtsplanung. Aber was ich auf jeden Fall am Wochenende machen will oder beziehungsweise muss, ist halt für das Mädchen, was zu Hause ist, so eine Art Wochenplan zu erstellen. Den würde ich ihr am Montag dann geben. Ich weiß ja, jetzt sind Weihnachtsferien, aber nichtsdestotrotz finde ich, kann sie dann da schon. Sie hat jetzt so lange keinen Unterricht gehabt und wenigstens so ein bisschen was wollte ich ihr halt in die Ferien mitgeben, dass wir dann halt was haben, womit wir starten können nach den Ferien. Ja, und ich glaube, mehr muss ich so gar nicht fürs Wochenende schulmäßig machen, was ich auch ganz gut finde. Ich glaube, dieses Wochenende werde ich einfach mal runterfahren. Weihnachtsferien sind zwar ab nächster Woche Donnerstag, aber nichtsdestotrotz, ich finde die Feiertage auch immer echt irgendwie stressig, anstrengend hier zur Verwandtschaft und hier selber irgendwie Gäste da haben und so weiter und so fort. Und ja, ich werde sehen. Ich weiß nicht, ob ich heute Nachmittag nochmal Gelegenheit habe, mich bei euch zu melden, weil wie gesagt, heute Nachmittag ist alles sehr, sehr eng zeitlich gepackt bei mir. Ich verspreche nichts, aber ich versuche euch nochmal kurz Rückmeldung zu geben, auch wie das mit diesem ganzen Homeschooling-Gedöns geklappt hat. Ich bin jetzt kein Experte da in Microsoft Teams und ich hoffe, dass mir da die Technik keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja, es ist jetzt 5:05. Ich werde mich jetzt langsam fertig machen und in die Schule fahren und drücke mir die Daumen, dass ich den Tag einigermaßen heil überstehe. Ja, da bin ich nochmal. Jetzt auch nur ganz kurz. Also ich bin total kaputt. Ja, meine Kopfschmerzen sind irgendwie nicht so wirklich weggegangen im Laufe des Tages, aber naja. Ich habe den 9ern ihre Englischarbeit zurückgegeben. Einige, ja, waren zufrieden, andere eher weniger. Aber naja, wir sind das dann einmal durchgegangen und letztendlich haben wir halt alle gesagt, naja, so schwer war das gar nicht, hätten wir mal mehr geübt, bla bla bla. Und sie haben sich für die letzte Doppelstunde nächste Woche vor den Ferien gewünscht, dass wir einen Film gucken und Kekse essen. Haben sie sich ja eigentlich nicht verdient, aber ich bin ja jetzt auch kein Unmensch und ist für mich ja dann auch vielleicht ein bisschen entspannter, als mich dann noch mit denen durch Lesetexte irgendwie durchzuquälen. Von daher ist das schon in Ordnung. Und voll süß, meine 5. Klasse, die haben schon nach mir gefragt, ja, wo ich denn wäre und ob es mir gut geht, weil die mich ja quasi die ganze Woche nicht gesehen haben. Ja, fand ich ja ganz putzig. Die haben auch die Aufgaben, die sie machen sollten, die ich gestellt habe, alle super erledigt. Und ja, ich habe schon eine ganz tolle Klasse. Heute Mittag habe ich ja mit dem Mädchen über Teams telefoniert, die ich da zu Hause beschulen soll. Ist ein sehr nettes, sehr schüchternes Mädchen, scheint mir.
Ich habe sie nochmal gefragt, wie viel sie denn so im 7. Schuljahr überhaupt mitbekommen hat, weil das 2. Halbjahr war sie wegen ihrer Gesundheit halt schon zu Hause und vorher war ja Corona und so weiter. Und sie meinte schon, es wäre vielleicht sinnvoll, nochmal gerade Grammatik aus der 7 zu wiederholen. Was natürlich mich so ein bisschen jetzt hier in die Bredouille bringt, denn das Ziel ist eigentlich, dass sie am Ende des 8. Schuljahres, wenn es denn dann ihr Gesundheitszustand zulässt, nahtlos in die 9 übergehen kann. Also quasi da keine großen Lücken hat. Ach, ich glaube, ich muss einmal kurz niesen. Ha? Okay, gut, dass man alles rausschneiden kann. Da müssen wir mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall aus der 7 was wiederholen müssen, denn ich kann teilweise sonst mit der Grammatik aus der 8 gar nicht weitermachen, wenn da aus der 7 keine Basis da ist. Werden wir mal schauen. Ich habe jetzt gesagt, dass ich ihr am Montag so ein kleines Aufgabenpaket geben werde, auch nochmal mit ihr durchsprechen werde, die Grammatikregeln, die sie dann da halt für braucht. Ich habe sie gefragt, ob sie denn auch bereit wäre, in den Weihnachtsferien ein bisschen zu arbeiten. Da meinte sie, eigentlich möchte sie ihre Ferien genießen und ich kann es auch irgendwo verstehen. Andererseits haben wir schon so ein bisschen irgendwie auch Zeitdruck. Ich habe ihr gesagt, pass auf, ich fände es halt ganz toll, wenn du wenigstens so ein bisschen zwischendurch mal machen könntest. Ich meine, sie ist jetzt auch schon die ganze Zeit zu Hause und klar, sie ist nicht gesund und es sind Weihnachtsferien, aber nichtsdestotrotz so ein bisschen arbeiten, glaube ich, kann sie zwischendurch dann doch schon. Naja, ich bin gespannt, wie das läuft. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Aufgabe, die ich am Wochenende erledigen muss. Für sie halt so, ja, einen Wochenplan für die Weihnachtsferien erstmal zusammenzustellen. Und vielleicht dann auch schon so ein bisschen darüber hinaus. Ich muss mal gucken, wie viel ich schaffe und natürlich auch, wie es mir geht. Denn ich glaube, dieses Wochenende brauche ich wirklich echt Erholung. Das war eine Woche, wo das Wort normal überhaupt nicht drauf zutrifft. Alles war außer Plan und ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach mal eine ganz normale Woche, aber gut. Vielleicht habe ich Glück im nächsten Jahr nach den Ferien, vielleicht klappt das dann ja mal. Ja, ich werde jetzt hier noch schnell den Vlog zusammenschneiden und ja, schnellstmöglich für euch hochladen. Und ich wünsche euch ein wunderschönes, erholsames Wochenende, einen schönen 4. Advent und ich melde mich nächste Woche bei euch. Macht's gut!